Hi meine Lieben, ich möchte heute mit euch eine Schüttelkarte basteln, in dem Fall zum Geburtstag, zum ersten Geburtstag, in dem Fall eines Mädchens. Könnt ihr natürlich auch zu jedem Anlass verwenden, aber vor allem möchte ich euch die Funktion oder das Umsetzen einer Schüttelkarte zeigen. Dieses Video wird gesponsert von VBS, das sind größtenteils alles Materialien, die ich von VBS zur Verfügung gestellt bekommen habe. Deswegen findet ihr da auch die Links alle in der Videobeschreibung. Und ja, ich zeige euch, wie gesagt, wie ich die gemacht habe und wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ihr benötigt dafür als erstes ein Kartenrolling. Da gibt es zum Beispiel von VBS, ich zeige euch jetzt natürlich sämtliches Material, was ich von VBS bekommen habe, immer mit der Artikelnummer. Ihr könnt da, soweit ich weiß, auch kostenlos einen Katalog bestellen. Oder halt online und dann einfach die Artikelnummer eingeben. Ich denke mal, das ist die hier. So ein 100er Paket weiße Karten. White Card. 160 Gramm. Die sind A5, braucht ihr euch nur noch in der Mitte falzen. Und ja, habt ihr schon mal den Kartenrolling. Ich hatte jetzt hier noch einen Rest, deswegen benutze ich die, weil ich da auch noch passende Umschläge habe. Dann habe ich aus diesem Block hier, den fand ich auch sehr süß, da, oder nun, da ist die Artikelnummer. Den gab es auch, der so ähnlich von Folia oder so mal, glaube ich. Nee, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hier super süßes Einhornpapier. Und was ich hier ganz cool finde, ist, dass auch uniformes Papier drin ist. Und das ist richtig dicker Karton. 300 Gramm, genau. Da habe ich das Rosane. Das ist 10x14,4. Meine Karte ist 10,4x14,7. Ja. Und dann den Kartenaufleger, da habe ich mich für dieses Muster entschieden, ist 9,5x13,9. Jeweils eine halber Zentimeter kleiner. Das wird so übereinander geklebt. Das machen wir mal als erstes. Und ihr wisst ja, VBS, den Bastelkleber benutze ich ja schon Ewigkeiten. Hier die Riesenpackung und die kann man bestellen und da gibt es dann so kleine Flaschen dazu. Und jetzt habe ich aber in dem Paket so eine ganz kleine Flasche gehabt. Ja, da hatte ich mir früher mal Schmucksteinkleber, hatte ich mal. Der war alle und habe ich mir ausgewaschen. Aber jetzt finde ich es natürlich cool, dass ich direkt so eine neue Pulle habe. Ja, dieses, wartet mal, da kann ich euch auch eine Artikelnummer sagen. Kann ich nur einen Stumpf dran nennen. Haben wir diese hier. Das ist auch nochmal so eine kleine, so ein kleiner Aufsatz. Da muss ich ehrlich zugeben, habe ich aber noch nicht rausgefunden, wie man den auf die Flasche kriegt. Wenn ich da noch eine Info kriege, dann schreibe ich die in die Videobeschreibung. So. Und ja, also auf den VBS-Kleber schwöre ich total. Der trocknet clear. Also wenn man da mal ein bisschen daneben puncht, ist das überhaupt gar kein Problem. Wir machen den Kartenaufleger erstmal fertig. So, und zwar habe ich hier das hier schon mal gewerkelt. Das hier ist eine Standschablone. Hier die dritte von außen, die gab es mal bei Action. Und da habe ich ganz viele ausgestanzt. Ja, und alle aufeinander geklebt. Und da könnt ihr euch natürlich richtig schön Abstand herstellen. Man kann auch einfach hier mit so einem, warte, zeige ich euch auch. Hier gibt es in verschiedenen Varianten so Foamtape von der Rolle oder auch so als Streifen. Die kann man sich auch dahinter kleben. Aber ich fand jetzt den Abstand hier sehr knapp und deswegen dachte ich mir, stand sich ganz viele aus und habe die alle aufeinander geklebt. Dann habe ich mir einen passenden Kreis ausgestanzt. Da habe ich diese hier, so eine Folie. Da könnt ihr jede x-beliebige Folie nehmen. Ihr könnt Klarsichtfolie nehmen, ihr könnt Verpackungsfolie nehmen, hier so von Stempeln die Folie, egal was. Also da geht wirklich alles. So, das klebe ich hier als erstes drauf. Da könnt ihr auch den Kleber hier nehmen. Das hat so einen gestitchten Rand, ich denke mal, das seht ihr. Und genau außen zwischen Rand und gestitchtem Rand werde ich jetzt den Kleber aufbringen. So. Das kommt jetzt, wie gesagt, hier bündig rauf.
Und da achte ich jetzt einfach, dass der gestitchte Rand, das ist nämlich genau die gleiche Größe, abschließt mit der Innenkante von diesem Blumenmuster. Da muss da ein bisschen halten, damit das anziehen kann. Ich mach das mal schnell mit gleich, oder? So, und damit man das hier nicht sieht, kommt noch ein weiterer oben rauf. Und da habe ich einfach hier so immer die in den Wellen Klebepunkte raufgesetzt und klebt das bündig auf. Und wie gesagt, hier ist jetzt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, Kleber rausgequillt. Fokus da. Hier seht ihr das? Alles überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, das trocknet clear und dann passt das. So, in der gleichen Größe wie eben diese durchsichtigen Kreis habe ich mir auch nochmal eins in weiß ausgestanzt. Das wird nämlich der Hintergrund. Und da habe ich, gibt es auch von VBS Clear Stamps. Da gibt es einmal so kleine Buchstaben und auch ein Set mit großen Buchstaben. Von den großen Buchstaben ist das hier die Artikelnummer. Und von den kleinen haben wir sie hier. Ich werde euch aber auch alles in der Videobeschreibung verlinken. Ich werde nicht beteiligt an dem, was ihr da kauft. Ich habe nur die Sachen zur Verfügung, also nur die Sachen zur Verfügung gestellt bekommen. So, und hier habe ich folgendes, nämlich kleine Füße und kleine Kinderwagen. Da gibt es nämlich dieses Set. Das sind drei Motivlocher, Kinderwagen, Babyfüße und so eine Flasche. Die Flasche habe ich jetzt nicht genommen, weil die würde sich ja in zwei Teile trennen. Und das würde ich dann ein bisschen doof finden, wenn das so getrennt voneinander rumschwirrt. Da haben wir hier die Artikelnummer. Ja, finde ich richtig süß. Gut, jetzt grün ist nicht so meine Farbe. Ja, lassen sich richtig gut stanzen. So, das. Und ich mache bei Schüttelkarten hier immer einen Hintergrund. Deswegen habe ich da jetzt eine 1, also sprich zum ersten Geburtstag. Weil meistens ist, wenn dann die Schüttelkarte fertig ist und man hat dann geschüttelt, dann ist das alles unten. Oder ist dann fertig mit Schütteln und sie liegt, dann ist das alles unten. Und dann finde ich den weißen Hintergrund hier nicht schön. Und deswegen mache ich da immer noch so, stempel ich mir einen Hintergrund. Und außerdem packe ich noch passend zu der Krone goldene Pailletten rein. Und ja, weil ich das halt so ein bisschen wenig finde, würde auch reichen. Aber ich mache noch ein paar Pailletten mit rein. So, jetzt muss ich mal kurz Stopp machen, weil ich warten muss, dass das trocknet. Weil ich befülle es hier drin und dann klebe ich den Kreis auf. Das ist nämlich das Einfachste, Schüttelkarten zu machen. Man kann natürlich auch, könnte das jetzt so machen und dann so aufkleben. Dann läuft man aber immer Gefahr, dass es nicht mittig ist. Deswegen mache ich dieses Schüttelelement immer separat fertig. Aber dazu muss ich warten, bis der Kleber trocken ist. Sonst klebt uns das alles am Rand fest. Also sehen wir uns gleich wieder. Oder obwohl, wir können, nein, bleibt da. Wir lassen das trocknen und machen schon mal das kleine, oh, hier ist noch ein Füßchen, den Spruch fertig. Und zwar habe ich hier, großes Glück kann so klein sein. Das ist jetzt nicht von VBS, das ist von Dani Poiss, so ein Stempelset, nennt sich Großes Glück. Und da will ich mit meiner Crocodile hier jeweils, deswegen sind da seht ihr da vielleicht die kleinen Punkte, weiß ich nicht, ob man die sehen kann schon in der Kamera, Eyelets reinsetzen. Das ist auch so ein Gerät, was ich total liebe. Damit könnt ihr halt hier Löcher in zwei verschiedenen Größen und hier habt ihr dann die Funktion, Eyelets zu setzen. Eyelets sind das hier. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Also hier, wartet mal, ich versuche das mal euch zu zeigen. Genau. Hier und hier locht man als erstes. Man kann hier noch den Abstand regulieren. Und hier haben wir, keine Ahnung, was die Lochgrößen sind. Ich glaube, ein Viertel und ein Achtel Inch.
Ich weiß es nicht genau. Ich nehme auf jeden Fall jetzt die größere Varianten von beiden. Und da kann man dann hier hinten auch durchgucken. Und da habe ich mir, wie gesagt, mit Bleistift schon die Mitte gekennzeichnet. Dann wird hier einfach ein Loch reingemacht. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Dann sieht es ein bisschen so aus wie so ein ja, Etikett oder so. So, dann nehmen wir uns hier Eyelets. Die fand ich farblich passend zum Hintergrund. Das kommt hier reingesteckt. So. Und dann gibt es halt, wie gesagt, hier vorne diese Funktion. Und da habt ihr... Wartet, ich versuche euch das mal zu zeigen. So sieht ja ein Eyelet aus. So, da habt ihr oben die Platte und unten diesen Stab. Und hier der Stift. Ja? Na, es kommt schon. Wenn er nicht. Also ihr seht auf jeden Fall, genau, da der Stift. Der kommt hier oben so rum rein. Und wenn ihr dann zudrückt, dann öffnet sich das Eyelet und ist in dem Loch befestigt. Hier gibt es auch verschiedene Größen, kann man hier einstellen, also verschiedene Eyelets benutzen. Und das, wie gesagt, wird einfach hier oben angelegt. Dann kann man das so erstmal, dass es fest ist. Dann kann es nicht mehr rausrutschen. Wenn man dann zudrückt, ist es da befestigt. Bei manchem Papier nicht zu doll zudrücken. So, auf der anderen Seite dasselbe. Genau. Das sieht dann von hinten halt so aus. Da öffnet sich dann halt der Ring. Und dann haben wir hier so ein kleines Schildchen. So. Das war das. Kann das beiseite... So, ist jetzt trocken hier. Ja. So, jetzt befülle ich, wie gesagt, hier kommen Füße und Kinderwagen rein. Und hier so ein Gemisch von Pailletten. Da sind verschiedene Gold. So ein bisschen klarer und ein bisschen... So. Und dann kommt hier, wie eben auch bei dem Klarsichtteil, hier der Außenring. Da kommt jetzt Kleber einmal drumherum. Dann passt das nämlich genau hier auf die Blume rauf. So, noch ist die Richtung und alles nicht wichtig. Einfach erstmal nur aufkleben. Und dann könnt ihr euch eigentlich hier an den Zacken orientieren. Oder ihr guckt halt von vorne. So, gut andrücken. Und schon haben wir unser Schüttelelement fertig. Und ich finde es echt süß. Man könnte es sogar so einzeln, könnte man hier noch so ein, ja, irgendwie so ein Bamsel ranmachen. Wenn man zum Beispiel eine Geburtstagsparty oder so, Einladungskarten, keine Ahnung, ja, kann man das als Tag oder so halt einzeln verbinden. Gut. So, dann haben wir das. Achso, eigentlich wollte ich das ja hier, naja, eigentlich wollte ich es hier mit reinlochen. Habe ich jetzt verpasst. Dann kann man es ja doch aufkleben. Ach, wieder mit Gedanken schneller gewesen. Überlege ich mal hier Abstandsklebepads. Nö. Aber hier bei dem Schild werde ich es machen. So. Es gibt keine wirkliche Richtung bei dem Papier. Wenn ihr ein Papier mit Richtung habt, dann natürlich jetzt ganz wichtig darauf achten, die richtige Richtung zu nehmen. So, und dann, weil ich ja hier eine 1 gestempelt habe, möglichst darauf achten, dass es hier die richtige Richtung hat. Nicht, dass die 1 auf dem Kopf steht oder so.
Einfach hier hinten Kleber drauf. Und festkleben. So. Und hier mache ich jetzt aber Abstandsklebepads. Da reichen 2 Stück. So, und dann war noch eine letzte Idee, weil ich das hier an sich ein bisschen nackig finde. Und ich finde, jede Karte braucht ein bisschen Glitzer. Habe ich hier diese Glitzersteine. Ich habe die jetzt von Teddy. Ich werde mal schauen. Ich denke mal, auch VBS bietet die an. Und da, das mache ich immer mit einer Pinzette, klebe ich jetzt hier auf jede Welle einen so einen kleinen Glitzerstein auf. Ganz schön schwer geworden. Fertig ist unsere Schüttelkarte. Ich hoffe, ich konnte euch vor allem mit der Schüttelvariante weiterhelfen, weil für viele das ja immer ein bisschen Bahnhof ist. Wie mache ich eine Schüttelkarte? Ist eigentlich ganz simpel. Es gibt noch ganz viele andere verschiedene Varianten. Die werde ich in Zukunft auch mal versuchen zu zeigen. Aber das ist die Geburtstagskarte zum ersten Geburtstag, in dem Fall eines Mädchens. Ja, hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Sämtliche Links findet ihr in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.